Also der heutige Abend ist eine Fortsetzung vom letzten Jahr. Das Thema, das mir gestellt wurde, war Erfahrungen mit der geheimen Staatspolizei. Ich gehe also mitten rein in ein Erlebnis. Sehen Sie, als Hitler auf der Höhe der Macht war, vielleicht so 37, 38, fing Eberhard Müller, Dr. Eberhard Müller, den Sie ja kennen von Evangelischen Akademien, an und sammelte ein Team, mit dem er sogenannte evangelische Wochen veranstaltete. Geistige Auseinandersetzung mit den Problemen der Zeit. Das war unheimlich, wie das einschlug. Es war nicht diese Trägheit über allem, was heute so da ist, über allem geistigen Leben und geistlichen Leben. Und weil die Sache so zunahm, richtete es dann Eberhard Müller so ein, dass in allen Provinzen evangelische Wochenende gehalten wurde. Das übernahm ich fürs Rheinland. Veranstalte also evangelischen Samstag, Sonntag in Neuwied, in Kreuznach, in Moers. Dann hatte ich also in Kreuznach eins veranstaltet. Der Mann, der mir da zur Hand ging, das war ein junger Lehrer. An einem Samstagmorgen fahre ich also nach Kreuznach. Und auf einmal, also eine Station vor Kreuznach, kommt auf einmal der junge Lehrer in meinen Zug gestiegen. Ganz aufgeregt und sagt, nehmen Sie Ihren Koffer, schnell, und wir gehen in den letzten Wagen. Ja, ich sag, warum, was ist los, pourquoi? Ja, also ich erkläre es Ihnen gleich. Hören Sie, am Bahnhof in Kreuznach ist die Staatspolizei aufgestellt, und will sie am Reden verhindern. Wir wissen nicht, ob man sie gleich abschiebt oder verhaftet. Aber sie haben nicht den Mut, weil so furchtbar viel vom ganzen Hunsrück und Nahtal gekommen sind, das zu verbieten. Man will stillschweigend sie abschieben. Ich sollte am Nachmittag und Abend, am Samstag reden, am Sonntag andere. Und dann machen wir es jetzt so, wir steigen aus dem letzten Wagen aus, und gehen dann in Deckung des Zuges, gar nicht durch die Sperre, sondern gleich hinten in den Wald. Das wurde dann so gemacht. Ich hatte für den 48 Stunden nicht wie Gepäck. Wieder Zug hielt, alles steigt aus. Wir raus und Zug rum und in Deckung des Zuges über Gleise und Drähte waren wir dann so im Wald verschwunden. Und nun macht man einen großen Bogen um Kreuznach und überlegten, wo gehen wir hin? Zu dem Lehrer konnten wir nicht, zum Pfarrer zweimal nicht. Natürlich wird die Staatspolizei, wenn ich an der Sperre nicht erscheine, mich in Pfarrhäusern oder bei den Leuten suchen, die es veranstalten. Wir sagten schließlich, das Beste ist ein großes Café. Das ist am wenigsten auffällig. Da sind viel Fremde, sind heute viel Fremde gekommen für diese Woche. Da wird man am besten untertauchen können. Während wir also nun so im Kreuznach langsam im Bogen von der anderen Seite uns reinschleichen in das Café, mache ich einen kleinen Einschub, denn das dauerte ja doch ungefähr eine Stunde, nicht wahr? Im kleinen Einschub, Sie haben ja keine Vorstellung mehr. Was war denn das geheime Staatspolizei? Sehen Sie, das ist das Merkwürdchen diktatorischen Staaten. Das sind der normale Rechtsweg, Polizei, Gericht, Gefängnis, nicht mehr genügt, sondern dass sie einen zweiten Rechtsweg auftun, geheime Staatspolizei, Stapo-Gefängnisse, Konzentrationslager. Diese Staatspolizei, die war eine riesenhafte Organisation, die sich wie so ein Oktopus über alles Leben in Deutschland legte. Wir haben uns oft gefragt, ist die geheime Staatspolizei, Gestapo genannt, ist sie allwissend oder ist es nicht? Sie verbreite gern den Nimbus, wir wissen alles. Sie wussten viel. Und sehen Sie, diese Organisation hat ein solches Maß von Misstrauen geschaffen. Das können Sie gar nicht vorstellen. Da sagt man zum anderen nur noch was, nur was die Staatspolizei wissen darf. Das ganze Volk wird zum Heuchler. Das gibt grauenvolle Komplexe und Verbiegungen. Müssen Sie meiner Generation immer zugute halten. Die hat also seelische Wunden davon getragen, die gar nicht mehr heilen.
Man erlebt in dieser Staatspolizei merkwürdige Dinge. Ich will ein kleines Erlebnis erzählen. Wir sind immer noch auf dem Weg, wissen Sie, zu dem Café, nicht wahr? Wir haben noch Zeit. Da soll dann einem Sonntag eine Abkündigung der bekennenden Kirche überlesen werden. Die Nazis hatten sich alle Organisationen bemächtigt, auch der Kirche, und da war eine bekennende Kirche entstanden, zu der also Teil der Pfarrer gehört und Teil der Presbyterien. In Württemberg ist das nie so scharf gewesen wie bei uns im Rheinland, nicht wahr, wo wir unsere Gehälter selber aufbringen mussten und so weiter. Und da sollte eine Erklärung der bekennenden Kirche vorgelesen werden gegen die Euthanasie. Das war so durchgesickert. Wir wollten Erklärung dagegen abgeben. Und da sollte die Erklärung gleich als Fluchblatt der Gemeinde verteilt werden. Staatspolizei kriegt Wind davon. Am Samstag kommen zwei Herren, die kamen immer zu zweit. Einer war der Döse, ihr Begleiter, nicht wahr, der stand zu einer Tür, und der andere setzt sich, fläht sich auf einen Stuhl in meinem Studierzimmer an den Tisch, und da liegen die Fluchblätter, ganzer Stapel. Und er flößt sich da hin und legt einen Arm drauf und sagt, Herr Pfarrer, haben Sie diese Fluchblätter? Ich sag, darüber bin ich Ihnen keine Auskunft schuldig. Da muss ich Haussuchungen machen. Ich sag, kann ich nicht vermeiden. Guckt er sich so rum, das sind riesige Bücherschränke. Hinter jedem können die Fluchblätter sein. Ich sage, ich kann Sie beruhigen, Sie wissen, ich lüge Sie nicht an, da sind Sie also nicht. Suchen Sie weiter. Er steht auf, durchsucht das ganze Haus, setzt sich dann wieder den Stuhl, einen Arm auf die Dinger und sagt, ja, scheint keine zu haben. Ich würde ja glauben, dass das ein freundlicher Mann war, der nicht sehen wollte. Aber ich kannte den Burschen. Ich kannte den Burschen. Wenn der eins gefunden hätte, also der hätte mich, die Blutbänder um mich mitgenommen. Und sehen Sie, das war das Unheimliche. Diesen Kampf gegen uns eröffneten, da eröffneten sie einen Kampf mit einer Front, wo der lebendige Herr mitspielt. Das heißt in der Bibel manchmal, nicht wahr, dass Leuten die Augen gehalten wurden. Ich bin überzeugt, dem Mann wurden die Augen gehalten. Er sah nicht, was unter seinem Arm lag. Nun, es ging nicht immer so herrlich ab. Wir gehen immer noch zu dem Café. Ich habe noch einen Moment Zeit. Das war ein langer Weg. Ich habe mich oft gefragt, warum haben Sie gerade uns so gehasst und so schrecklich verfolgt? Sie hassten nur, wenn klare biblische Botschaft verkündigt wurde. Denn es ging uns immer mehr auf, dass jedes Wort der Bibel ein Widerspruch war gegen alles, was die Leute glauben. Und wenn der Satz sie zur Weißglut reizte, du bist meine Zuversicht alleine, sonst weiß ich keine, dann darf ich Sie mal eben fragen wieder, was ist denn Ihre Zuversicht? Dem Evangelium fällt man zu, nimmt es in der Gänze an. Oder man muss es hassen. Das geht nicht, sondern verwaschene Geschichte draus machen. Was ist Ihre Zuversicht alleine? Geben Sie sich Antwort. Aber nun sind wir also in dem Café angekommen, nicht wahr? Der Einschub ist zu Ende. Wir kommen in das Café, setzen uns in die Ecke, in den Tisch, sind ein paar von den Mitveranstaltern dazugekommen und wird beraten, was machen wir. Es kommen Boten und sagen, die Staatspolizei hat sie am Bahnhof nicht gefunden. Die haben sie jetzt um die Kirche aufgestellt und haben offenbar alle Fotografie von ihnen, also von mir, um sie an der Kirchtür abzufangen und am Reden zu verhindern. Nun, was eine alte Erfahrung, wenn man auf der Kanzel stand im Talar, da taten sie nichts. Da hatten sie irgendwie das Gefühl, das Numinose, das fürchten wir. Aber an der Tür müssen wir ihn abfangen. Nun, das habe ich verschiedentlich erlebt, dass die da an den Türen stehen, rechts und links, Fotografie, jeden vergleichen, nicht? Soweit habe ich mich nie herabgelassen, dass ich mir einen falschen Bart angeklebt hätte. Aber beinahe so. Wurde dann beschlossen, wir verkleiden den Pastor Busch. Ich kriege einen Talar angezogen in so einem Hinterraum von dem Café. Der wurde mit zwei Stecknadeln hochgesteckt, dass ich also nur rausziehen brauchte. Dann fiel er mir bis auf die Füße runter. Darüber ein toller Mantel, wie so ein gelber Kamelamantel, eine Schlägermütze,
Zigarette in längsten Mundwinkel. Ich sagte, ist es ein bisschen übertrieben? Ja, sagten sie. Das kann gar nicht übertrieben genug sein. Sie sehen jetzt aus wie ein SA-Spitzel. Und so schwapp dann ab an der Kirche, bis ein großer Volksschwall reinging. In den drängte ich mich so rein und die guckten, also den Kerl der Schlägermütze der Zigarette, ich blieb der Kirchentreppe noch so stehen und warf dann Zigarette so im großen Bogen runter. Auf die Idee kamen sie nicht. Und dann rein, der Vorhall der Kirche steht, der Küster, einer nimmt meinen Mantel ab, den Hut ab. Zwei reißen diese Nadel raus und ich die Kanzeltreppe hoch. Aus. Da gaben sie es auf und zwei nahmen einen Stuhl, das war so eine hohe Kanzeltreppe, die ging nicht so rum, sondern senkrecht so runter und setzten sich rechts und links hin. Diese erste Rede konnten sie nicht verhindern. Und es war schön, wissen Sie, das ist geistlich eine sehr tote Gegend, nicht so lebendig wie Württemberg. Und es war einfach herrlich, diese große Riesenkirche da in Kreuznach. Voll in Gängen standen sie. Bauern vom Hunsrück, aus dem Natal, die Weingärtner, von der Mosel. Und dann habe ich Evangelium verkündigt. Und habe es gesagt, dass, was wir auch erleben, unser Herz friedelos ist, dieses Frieden mit Gott hat. Und dazu braucht man den, der uns versöhnt, den Herrn Jesus. Aber währenddem ich da redete, war in meinem Unterbewusstsein, wissen Sie, das Unterbewusstsein ist merkwürdig, das schafft ja weiter, während man vorne redet. Nicht? Zwar ich, mein Unterbewusstsein dauernd sagt, wenn die Frau da jetzt sich hinsetzt, so etwa, nicht? Ja. Im Unterbewusstsein war ich dauernd am Wühlen, wie kann ich jetzt entkommen, ich will heute Abend noch mal reden. Und da fiel mir also ein wunderbarer Trick ein. Wissen Sie, ist etwas merkwürdig um das Lied Ein feste Burg ist unser Gott, diese evangelische Nationalhymne, nicht? Da sagt ja, es passt dahin wie Faust aufs Auge, ich war aber gar nicht im Informationsbett. Ich sagte, nun wollen wir ganz zum Schluss stehen, feste Burg ist unser Gott. Organisten werden begeistert, mit all vier Register, alles. Wenn Sie das Lied singen, steht alles sofort auf. Sollen wir probieren? Ich stimme an, Sie stehen prompt auf. Nicht alles stand auf, es war den Stabsbeamten übrig, jetzt auch aufzustehen. Und während dieser heiligen Handlung konnten sie mich nicht gut verhaften. Ich die Treppe runter und während die noch da steht, ich raus. Draußen waren zwei Mann, den Mantel über die Schlägermütze und ich war verschwunden. Es war, sehen Sie, und dann wurde es Abend, so fünf Uhr ums waren, Herbsttag. Ich konnte jetzt in kein Café mehr gehen, in kein Haus. Das wurde abgesucht. Dann führten sie mir ans Ende vom Kurpark von Kreuznach, das ist eine Kurstadt. Und da fing es an zu regnen. Und da gingen alle weg, damit es gar nicht auffiel. Und dann saß ich in der Dunkelheit im Regen und fror, ganz allein. Später brachte mir einer aus meinem Korb ein bisschen was zu essen. Und sehen Sie, damals erlebte ich eine grenzenlose Einsamkeit. Gewiss waren viele Leute gekommen, mir zuzuhören. Aber wer von denen war denn bereit, den Herrn Jesus zu bekennen, wenn es gab? Da kann er meine Mutlosigkeit überfallen. Mensch, ist doch vergeblich. Du kannst doch gegen eine ganze Staatsmacht nicht an. Doch ein Mensch da wäre. Da lernen sie beten. Können Sie verstehen? Ich kann es eben noch sagen, am Abend bekam ich eine andere Verkleidung gebracht und ging dann ein zweites Mal rein, meine Abendversammlung gehalten. Und dann schnappte mich die Stapo und beschwor mich abzureisen. Da sagte ich, hätte ich sowieso vorgehabt und reiste dann ab. Nicht? Am nächsten Tag sprachen Leute, die noch nicht weiter verdächtig waren. Aber lassen Sie mich jetzt mal bei dieser entsetzlichen Einsamkeit stehen.
Das war die Lage von Christen mit der Bibel in dem Dritten Reich. Im Grunde war das immer unsere Lage. Die Lage, die ich dort in dem Kurpark hatte. Man stand so grenzenlos allein. Und gegenüber Mauern. Mauern einer dämonischen Macht. Lassen Sie mich so ein bisschen diese Mauern schildern. Da war die Macht der Lüge. Es gehörte für mich einfach zum Wunderbaren, wie diese Staatspolizei und auch alles Übrige der Lüge verschworen war. Wissen Sie, darum sind wir so empfindlich, wenn im Bundestag gelogen wird. Wenn die Staatspolizei mich verhaftet, ist ein paar Mal passiert, dann kamen zwei Mann und sagten, wir müssen Sie verhören, Sie müssen mitkommen. Sag ich, Sie können mich doch hier verhören. Nein, Sie müssen mitkommen. Nun wusste ich das schon. Das bedeutet eine Verhaftung. Sag ich, Sie wollen mich verhaften, dann lassen Sie mich noch eine Zahnbürste mitnehmen. Nee? Nein, nein, Sie kommen mit, Sie sind in der Stunde wieder hier. Nur eben nach Gelsenkirchen hatte ich morgens gepredigt. Ich sage, nun sagen Sie doch, Sie wollen mich verhaften. Nein, wirklich nicht. Nur ein Verhör, aber weil die Akten in Gelsenkirchen sind, müssen Sie dahin mit. Oder in Essen. Und wenn ich dann reinkam, da lag der rote Schein auf dem Schreibtisch. Ich guckte hin, Busch. Ich sagte, das ist ein Verhaftungsbefehl. Jawohl, Sie sind verhaftet. Ich habe Sie mal gefragt, warum lügen Sie denn da? Warum sagen Sie nicht, wir verhaften dich? Da sagten sie, ach, wissen Sie, machen die Weiber so ein Geschrei und die Kinder heulen, das will man vermeiden. Ich sah das, wissen Sie, ganz genau, dass meine Frau keine Szenen macht. Und meine Kinder auch nicht. Das wissen Sie ganz genau. Warum lügen Sie? Und da ging mir auf blitzartig. Man kann lügen, dass es eine Sucht wird. Wissen Sie, in der Bibel sagt der Herr Jesus, dass der Teufel, es gibt einen Teufel, glauben Sie das, der Teufel ein Vater der Lüge sei. Und mit jeder Lüge laufen Sie in sein Lager. Nehmen Sie Handgeld vom Teufel. Und etwas Merkwürdiges, wie wenn man die erste Lüge leicht nimmt, die zweite, wie man richtig lügen muss, obwohl es gar nicht nötig ist. Vielleicht haben Sie Erfahrungen bei sich schon gemacht. Dieses entsetzliche Lügen müssen der Leute. Und es ging ja bis in Konzentrationslager, wenn sie Juden in die Gaskammern trieben, sagten sie, bekommt ein Bad. Jeder wusste, dass sie vergast werden. Aber das sagte man nicht, man sagte hier noch, angesichts des Grauens des Todes, wir wollen euch warnen. Es kann sinnlos war. Man musste lügen. Wer Sünde tut, sagt Jesus, der ist der Sünde Knecht. Und nun war das ganze Leben, öffentliche Leben, vergiftet mit dieser Lüge. Ich vergesse nicht, dass mein verehrter Professor Heim einmal eine Predigt hielt, über den Psalmtext, in dem Reich dieses König hat man das Recht lieb. Hat er nur ausgelegt. Gar nicht so seitenhieb oder so, wie ich es eben. Da gab es einen Riesensturm, die wurde beschlagnahmt, die wurde verboten. Denn das tragen sie mehr. Die Auflösung des Rechtes. Ich habe gleich im Anfang einer der ersten Erfahrungen mit der Staatspolizei davon einen erschütternden Eindruck bekommen. Da war ein SS-Mann, den ich kannte, der ab und zu mal im Gottesdienst gewesen war, damals im Anfang ging das noch, war in Schuld gefallen, hat Unterschlagung gemacht. Auch wissen Sie nicht, schlimm, er hatte für seine Truppe da Drillschanzüge besorgt und an jedem Drillschanzug 20 Pfennig verdient, aber das ging nun nicht, da war er verhaftet. Und nun wünscht er den Pastor Busch, die Staatspolizei genehmigt das. Ich gehe ins Präsidium und da sind die Beamten der Staatspolizei, ein paar höhere SS-Führer und sagen, Herr Pfarrer, der Mann möchte sich sprechen. Ja, sei es nett, dass wir erlauben, zu ihm zu gehen. Also sehen Sie, wir können ja kein Verfahren machen wegen der Sache. Da kriegt er 3 Monate. Aber das ist ja unmöglich. Für den gibt es nur einen Weg, der muss sich erschießen.
Wir haben ihm Revolver in die Zelle gelegt und dürfen wir Sie bitten, dass Ihre Seelsorge ganz in der Linie geht, dass dem Mann zureden, sich zu erschießen. Mir raus, ich sag, das können Sie von mir nicht verlangen. Und auf einmal wurden Sie drohend. Wir verlangen von Ihnen, dass dem Mann zureden, endlich diesen lösen Schuss zu tun. Ich sag, also was ich in der Seelsorge tue, müssen Sie mir überlassen. Und dann ging ich in die Zelle. Es war entsetzlich. Dieses Loch und da oben Licht, so sperrt man Tiere nicht ein, dass ich später in genau dieser Zelle wochenlang sitzen sollte, ahnte ich damals noch nicht. Und da saß dieser Mann, verzweifelt, und auf dem kleinen Tisch, er konnte nichts, da lag der Revolver. Herr Pfarrer, soll ich? Nein, du sollst nicht. Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern will, dass er lebe. Mein lieber Freund, das heißt aber, dass du vor Gott erstmal Buße tust und den annimmst, der das Leben ist, den Herrn Jesus. Es war eine erschütternde Besprechung. Er hat es noch nicht getan und das war wohl der erste Anlass, dass die Staatspolizei mir böse war, dass ich ihnen den Gefallen nicht tat, diesen Mann zum Selbstmord zu treiben. Aber damals ging mir erschütternd auf. Das Recht ist machtlos. Im Propheten Habakuk heißt es mal von der Endzeit, keine Sache des Rechtes kann mehr gewinnen. Das Recht ist ohnmächtig geworden. Das ist entsetzlich, wenn das eintritt. Und sehen Sie, so hat es nun geworden. Und da stand ein Christ unsagbar einsam. Und wissen Sie, mit dieser Vereinsamung ging Hand in Hand manchmal eine tiefe Verzweiflung. Was habe ich in den ersten Tagen, wenn ich verhaftet war, immer für Abgründe von Verzweiflung mitgemacht? Ich weiß nicht, ob Jochen Klepper für Sie ein Begriff ist. Sonst nehmen Sie mal einen Abend für Jochen Klepper. Ein Christ, dessen Frau Jüdin war, sie konnte nicht mehr ausreisen miteinander. Er sagt, ich kann nicht dulden, dass meine Frau vergast wird. Er soll gezwungen werden, sie scheiden zu lassen. Da hat er sich Leben genommen. Wer mag hier richten? Ich ahne, durch welche Dunkelheit und Verzweiflung dieser Mann gegangen ist. Ich lernte eine Frau kennen, der Mann war Arzt. Sie waren glücklich verheiratet. Die Frau war Jüdin. Und dann wird dem Mann gesagt, du musst sie scheiden lassen. Er lässt sie scheiden. Verjagt seine Frau, mit ihrer 30 Jahre glücklich gelebt hat. Die Frau steht eines Tages vor mir. Welche Dunkelheiten von Verzweiflung. Sie ist dann vergast worden, sie ist abgeholt worden. Welche Dunkelheiten. Lassen Sie mich jetzt mal wieder einen kleinen Einschub machen, eine kleine Atempause, nicht? Also ehe ich da weitermache, von der Einsamkeit, Verzweiflung und Angst, möchte ich einen kleinen Einschub machen. Es wurde am Anfang die Frage aufgeworfen, warum reden wir eigentlich davon? Sind da nicht vergangene Zeiten? Ich habe zwei Gründe. Der erste Grund ist der, ein politischer. Wir leben in einer Demokratie. Demokratie heißt, dass jeder Bürger mitverantwortlich ist. Denken Sie, dass Hitler ja nicht mit einem Staatsstreich an die Macht kam, sondern legal, völlig legal, bis zur letzten Leitersprosse, sagte er. Er wurde gewählt, sie wurden die stärkste Partei, der Präsident Hindenburg übergab ihm die Regierungsbildung, völlig legal. Er bringt ein Gesetz ein, dass ihm alle Vollmachten gibt und alles Übrige entmächtigt, das wird angenommen und damit war es völlig legal. Sehen Sie, darum bin ich der Ansicht, wir müssen über diese Dinge nicht einfach schweigen. Wir haben eine Verantwortung. Und der zweite Grund, warum ich mit Ihnen darüber spreche, ist ein, soll ich sagen, religiöser, ein geistlicher Grund. Aber das kann ich jetzt nur den anwesenden Christen sagen. Sehen Sie, die Bibel spricht davon, dass die Entwicklung der Weltgeschichte hinzielt auf ein ganz gewaltiges Ereignis, das
Jesus wiederkommt und König wird. Ich rechne mit der Wiederkunft Jesu. Und das sagt die Bibel, voraus dieser Wiederkunft geht nochmal eine dunkle Mitternachtsstunde der Welt, ein letztes diktatorisches Weltreich. Das heißt, wie es auch gehe, wir erleben noch eine Weltdiktatur. Sieht ja fast so aus, wenn die Dinge gewaltig auf uns zustürzen, nicht? Diese apokalyptischen Linien der Bibel. Und da sollte ein Christ sich immer fragen, wie werde ich denn stehen, wenn ich in solche Zeiten komme? Wie werde ich da stehen? Werde ich auch sagen, man muss mitmachen, alle machen sich, ich muss? Wie jetzt all die Mörder vor Gericht, wir mussten das? Oder werden sie dem Herrn aller Herren gehören, der sie mit seinem Blut erkauft hat? Man lebt in der Gewissheit. Die Christenheit kommt in letzte große Bewährungsproben, wo ich mit bisschen Christentum, 50%, 60% Christentum nicht durchkomme, sondern wo es darum geht und ich gewürfelt werde, ob ich dem Herrn gehöre oder nicht. Darum rede ich mit Ihnen davon, um ihn an diesem kleinen Windstößchen des Dritten Reiches, das ist ja nur ein Vorbild für das Antichristireich, Ihnen die Frage ins Gewissen zu schieben, wie steht denn mein Christ, wie stehe ich denn eigentlich? Könnte ich mal standhalten? Und jetzt drängt sich ja die Frage auf, können Sie mir jetzt noch zuhören, ich komme ans Wichtigste, drängt sich die Frage auf, ja und Gott? Schwingt denn der einfach? Als alles schief ging und die Bomben krachten und die Städte brannten, da schrien Leute, wo ist er denn, warum schweigt er? Ich möchte Ihnen in aller Deutlichkeit sagen, der lebendige, heilige Gott kann einem ganzen Volke schweigen und nichts mehr zu sagen haben. Aber er redet zu seinen Kindern. Und ich möchte Ihnen das mitgeben, fürchten Sie nicht so sehr, als dass Sie unter Gottes völliges Schweigen geraten. Er spricht zu seinen Kindern. Und sehen Sie, als ich in der Gewalt der Staatspolizei war, jetzt muss ich Ihnen erzählen, wie Gott mich von der Angst vor der Staatspolizei befreite, weil ich eine größere Angst kennenlernte. Das war das erste Mal im Gefängnis. Anfang eine furchtbare Angst und Verzweiflung und Not. Bis ich auf einmal merkte, dass Gott mit mir reden will. Und dann fing Gott an, mit mir zu reden über mein Leben. Und das habe ich bei jeder Haft so erlebt. Zuerst das Herz empört, bis es stille wurde, und dann fing Gott an zu reden und nahm mein Leben mit mir durch. Allen Hochmut, alle Unreinigkeit und Lüge und Lieblosigkeit. Und weil man merkt, dass Gott ja zornig ist. Gottes Zorn, sagt die Bibel, entbrennt über alles sündige Wesen der Menschen. Über alles ungerade Menschen. Gottes Zorn loderte in meiner Zelle. Und sehen Sie, wenn Ihnen so Gedanken mal kommen, nicht, dass Gott mit Ihnen reden will, dann laufen Sie weg, dann gehen Sie ins Kino oder machen Betrieb. Hier konnte man nicht weglaufen. Das war das Schauerliche und der Segen dieser Sache, dass Gott mich zwischen diesen zwei Wänden festhielt. Ich rede jetzt mit dir, Sünder, Verfluchter. Und all, was man getan hat für Gott, als verloren Scherben zu Boden. Ich weiß heute, wie es am jüngsten Tage sein wird. Das kann ich Ihnen sagen. Wo Gott Ihnen Ihr Leben vor die Füße wirft. Und Ihre Sünden stehen da, nackt und bloß. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Ich habe damals gelernt, was die Hölle ist. Hölle ist, dass man in Ewigkeit unter diesem Zorn Gottes bleibt. Ich weiß noch nicht, wie die Hölle aussieht, aber das weiß ich. Weggeworfen, ausgetan von ihm. Ich verlor die Angst vor diesen lächerlichen SS-Leuten und Stapo-Leuten, weil ich die Angst vor Gott lernte.
Und ich möchte Sie mal fragen, haben Sie schon mal Angst vor Gott gehabt? Sonst haben Sie überhaupt noch nicht angefangen, die Wirklichkeit zu sehen. Sehen Sie eigentlich die Wirklichkeit, dass ein heiliger Gott uns umgibt und uns sieht und eine Menschheit sich überhaupt einen Dreck um ihn kümmert und seine Gebote mit Füßen tritt? Das geht doch nicht. Aber vielleicht muss er Sie irgendwie auch mal so in die Stille führen, ich weiß es nicht, dass Sie nicht mehr weglaufen können. Und dann, als ich dachte, Mann, ich bin verloren, dann kam Jesus. Dann kam Jesus und zeigte mir seine Hände mit den Nägelmalen. Und auf einmal begriff ich, was ich tausendmal gewusst hatte. Er hat meine Sünde weggetragen. Die Strafe liegt auf ihm, hat auf Golgatha getragen, auf dass ich Frieden hätte. Er macht mich gerecht vor Gott. Er ist unser Friede. Es wurde hell in meiner Zelle. Es wurde ein Tempel Gottes. Es wurde so, dass mir es beinahe ging wie den Priestern des Königs Salomo, als der Tempel eingeweiht wurde. Da wurde der Tempel so voller Herrlichkeit des Herrn, dass die Priester nicht mehr stehen konnten. Die mussten raus. Ich konnte nicht raus, nicht? Aber dass ich beinahe nicht aushielt vor Freude, dass ich einen Heiland habe, der vom Kripplein bis zum Grabe, bis zum Thron, der man ihn ehret, mir, dem Sünder, zugehöret. Ein, der mit Frieden mit Gott schenkt, Frieden ins Herz, Frieden wie ein Strom, der mich zum Kind Gottes macht, dass ich die ganze Welt auslachen kann, dem Teufel ins Gesicht lachen kann und seinen Trabanten zweimal. Gott, er kann einem ganzen Volk schweigen, aber er redet mit seinen Kindern. Und wenn ich so eine Schar junger Menschen sehe, dann wünsche ich ihnen das, dass sie aus religiösen Gefühlen und Vorstellungen und unklaren Sachen da rauskommen zur Erkenntnis der Wirklichkeit. Ich bin verlorener Mensch. Das ist Tatsache. Gott lässt sich nicht spotten. Und das Wunder, was Luther im Katechismus sagt, der mich verloren verdammten Menschen erlöst hat, erworben und gewonnen von allen Sünden, nicht mit Gold oder Silber, sondern seinem heiligen, teuren Blut, auf dass ich sein Eigen sei. Lassen Sie mich zum Schluss jetzt noch eine kleine Frage, die sich aufdrängt, beantworten. Darf ich noch? Das waren doch nun Menschen, diese Staatspolizeibeamte. Das waren doch Menschen. Was waren das für Männer? Das waren ja nicht nur Beamte. Dahinter war doch ein Mensch, nicht? Und sehen Sie, wenn ich so in der Zelle saß oder ein Verhör hatte, dann versuchte ich manchmal, mich zu fragen, gibt es denn eigentlich eine Möglichkeit, durch diese Schicht von Hass bei euch und von Feindschaft und von Beamtenmäßigkeit durchzubrechen an euer Herz und Gewissen? Manchmal habe ich das so andeutungsweise erlebt. Zum Beispiel einmal, ich war Jugendpfarrer, ich hatte etwa 50 junge Mitarbeiter, die jeden Sonntag Hausbesuche machen. Und dann wurde ein großer Schlag gegen mein Jugendhaus geführt. Man machte mit so 50 Mann Haussuchungen und alles Mögliche, wurde beschlagnahmt und abgeführt auf dem LKW. Und dann wurden die 50 Leiter vorgenommen. Jeder bekam Haussuchungen. Und am Schluss ich. Nachdem sie 50 junge Männer einzeln verhört hatten, die ich vorher nicht instruieren konnte. Und da erlebte ich mal, wie so eine Kruste brach. Da sagt der Beamte, Pastor Busch, wir haben 50 ihrer jungen Leute verhört. Und es hat uns keiner angelogen. Sie haben offen gesagt, dass sie heimlich Freizeiten gemacht haben. Sie haben sich zum Schaden geredet, aber sie haben es nicht belogen. Was ist das für eine Welt? Sagen, das ist die Welt, die sie hassen. Das ist die Welt, die sie hassen. In dem Moment spürte ich, er war erschüttert vor der Tatsache, es gibt eine Welt, wo man nicht lügt. Das waren so Augenblicke, wissen Sie, wo man spürte, jetzt fällt mal die Kruste
und sie haben Heimweh. Und ich bin überzeugt, dass jeder Mensch dies Heimweh hat. Sie waren arme Leute. Als alles zusammenbrach, da fielen sie ins Nichts und begingen haufenweise Selbstmord. Der Chef unserer Staatspolizei, die ein paar Tage vorher noch gesprochen hat in einem Bunker, hat sich aufgehängt in der Zelle. Es war nichts mehr da. Wissen Sie, dass jedes Menschenleben im Grunde mal an so eine Grenze kommt, wo man fragt, was hast du eigentlich? Und da bleibt nichts als das Heil Gottes in Jesus. Ich wünsche Ihnen, dass Sie es haben. Und ich hoffe, es wird Ihnen deutlich, dass es mir vor allem darauf ankommt, Ihnen zu sagen, im Augenblick, wo ich mich auf die Seite Gottes stelle, spielt Gott geheimnisvoll mit. In geradezu unheimlicher Weise. Da war mein Bruder Johannes verhaftet gewesen in Bochum. Und dann hörte ich, er wird heute Morgen entlassen, dann fuhr ich hin und holte ihn da ab. Und die zwei Stunden waren mir unvergesslich. Er hatte dasselbe erlebt wie ich. Zwei Tage eine abgrundtiefe Verzweiflung und Angst. Und dann endlich ein Ohr, das hören kann. Und wie Gott im Gericht redet und dann man ganz neu Jesus als Heiland erkennt. Und er sagte, für mich war aber eins der erschütterndsten Erlebnisse folgendes. Da war in dem Präsidium, also auf die Straße raus, eine kleine Treppe von drei Stufen, so eine Marmortreppe oder so, Kunststeintreppe. Die war ziemlich glatt. Und an dem, sie hatten ihn abends verhaftet. Und es gab ziemliche Aufregung, wenn so ein bekannter Pfarrer da in Kahn kam, nicht? Das stand sofort in ausländischen Zeitungen in der Schweiz und in Dänemark und so in Holland. Und es war natürlich bei den Beamten da auch eine wilde Aufregung. Und eine Diskussion darüber, ist es richtig, ist nicht richtig. Und einer schrie immer, das ist richtig und die Pfaffen gehört zum Maul gestoppt und so weiter. Und dieser Schreier geht an dem Abend noch aus dem Hause raus, aus dem Präsidium. Und da hat irgendjemand eine Bananenschale auf diese drei Stufen geschmissen. Und der rutscht auf den drei Stufen so unselig aus, dass er mit dem Kopf hinten aufschlägt und sofort tot ist. Können Sie sich die Situation vorstellen? Man hat einen Pfarrer eingeliefert, den man als Zeugen Jesu kennt. Einer schreit, sie ist richtig. Und eine halbe Stunde später liegt er tot auf der Treppe. Natürlich können Sie sagen, ist Zufall. Natürlich. Das kann ich Ihnen nicht widerlegen. Aber das weiß ich, dass die Staatspolizeibeamten nicht mehr an Zufall glauben. Mein Bruder sagte, da fing das mit der Seelsorge an. Da kam einer nach dem anderen völlig aufgelöst zu mir und sagte, sagen Sie, gibt's einen Gott, der töten kann? Ja. Das ist noch ein Kinderspiel, auf der Treppe ausrutschen und tot sein. Aber es dann kommt. Ja, wie sollen wir errettet werden? Mein Bruder sagte, die paar Tage waren eine Evangelisation, wie ich es in meinem Leben nicht wieder erlebt habe. Wissen Sie, dieses merkwürdige Mitspielen Gottes in Ereignissen. Ich war mal in Essen im Gefängnis, sehr elend. Ich hatte Fieber, ich fror, ich war hungrig, ich war völlig down, bereit zu jeder Niederlage. Und dann werde ich rausgeholt und zur Staatspolizei geführt. Und da sitzen die drei führenden Männer. Der eine hieß Schwein mit M. Wir sagten, der hat Glück gehabt. Ein bleicher Bursche. Und die waren auf einmal katzenfreundlich. Und da verkrampfte sich mein Herz. Ich dachte, wenn ihr freundlich seid, dann sagten sie, Pastor Busch, wir haben gesehen, dass sie gar nicht so übel sind. Und sehen Sie, das einzige Unsinn ist,
dass sie unter allen Umständen Jugendpfarrer sein wollen. Wir garantieren Ihnen, in 10 Jahren wird kein junger Mensch in Deutschland mehr wissen, wer Ihr imaginärer Jesus ist. Das garantieren wir Ihnen. Dafür sorgen wir. Und darum braucht man keine Jugendpfarrer mehr. Wir offerieren Ihnen, Pfarrer Busch. Sie können jetzt entlassen werden auf der Stelle und bekommen eine Stelle als Oberregierungsrat. Wenn Sie versprechen, dass Sie können glauben, was Sie wollen, zu keinem Menschen mehr Ihre Botschaft zu sagen. Wir geben Ihnen 24 Stunden Bedenkzeit. Meine Freunde, das ist grauenvoll. Sie sitzen unsagbar hungrig und frierend und fiebrig in der Zelle und nur jetzt raus. Und ich kann ja glauben, was ich will. Ich soll bloß nicht mehr reden. Und bin morgen raus in eine ordentliche Stelle und der ganze Druck hört auf, die Verfolgung. Ich konnte doch nicht mehr. Ich konnte doch nicht mehr. Und brauche nur zu sagen, ich will nicht mehr darüber reden. Ich kann für mich glauben, was ich will. Da waren alle Dämonen der Hölle in meiner Zelle. Verstehen Sie das? Tu das doch. Tu das. Und dann trat er auf. Er, der lebendig ist. Der lebendig ist. Und hielt mir vor Augen, wie herrlich ein Leben in seinem Dienst war. Und dann machte er mir klar, das kann man nicht halbieren. Du kannst noch für dich alleine glauben. Aber schweigen, das geht nicht. Dann sag mir ab. Dann sag mir ab dem Mann, der mir auf Golgatha erkauft hat, absagen. Keine Versöhnung mit Gott mehr. Kein Frieden. Kein Heiland. Kein seliges Sterben, keine Hoffnung des ewigen Lebens. Unmöglich. Am nächsten Morgen trat ich vor die Leute und sagte, ich kann ihre Offerte nicht annehmen. Meine Freunde, Sie kommen auch in solche Proben. Das braucht gar keine Staatspolizei dazu. Wo stehen Sie eigentlich? Haben Sie in Ihrem Leben eigentlich mal eine Entscheidung gefällt? Meinen Sie, Gott reißt sich seinen Sohn vom Herzen und schickt ihn in die Welt, damit wir darüber diskutieren? Dass wir weiterleben und sagen, ich kann ohne ihn auskommen? Wie denken sich das? Der Tatsache von Golgatha gegenüber wird mein ganzes Ja oder ganzes Nein gefordert. Und zwar immer von Neuem. Es war ein paar Jahre später, kurz vor Kriegsschluss. Da bin ich in der Stadt, da kommt ein Alarm, sofort Vollalarm, und dann krachen schon die ersten Bomben, und ich weiß nicht wohin, und da ist so eine Anlage, da ist ein Eingang in einen tiefen Bunker gemacht, aber der war noch nicht fertig. Da wurden so ganz tiefe Bunker in die Erde gebaut, mit Treppen, aber die Treppe war noch nicht gemacht, war bloß der schräge Schacht. Aber wenn es hinter ihnen kracht, dann fragen sie nach Treppen, ich also da rein, und das war so feuchter Lehm. Ich komme also ins Rutschen und sause mit abnahmiger Geschwindigkeit da in den Bunker rein. Unten steht ein Soldat und fängt mich auf. Also blaues Licht, ganz trübes, fängt mich auf und dann erkennen wir uns. Der Chef der geheimen Staatspolizei. Er erwartet schon den Einmarsch der Amerikaner, hat sich verkleidet als schlichter Infanterist. Nicht? Ein paar Tage später waren sie da. So halten wir uns beide, nicht? Und dann stammelt er so in diesem blauen Licht, das so fahl macht, ganz erschrocken, Pfarrer Busch, leben Sie denn noch? Es wurde schrecklich gestorben, man wurde hingerichtet, man wurde umgelegt, man wurde liquidiert, man kam in KZ, man wurde von Bomben getroffen. Leben Sie noch? Und da packt mich der Übermut des Glaubens. Ich sage, Herr Nohles, wir überleben noch viele. Er verstand, wir, da sah ich Jesus an der Spitze und die ganze Schar, die an ihn glaubt. Wie war das vor ein paar Jahren? In 10 Jahren wird kein junger Mensch mehr wissen, wer Jesus ist.
Herr Norris, wir überleben noch viele. 8 Tage später hatte er sich erhängt. Ich stehe heute vor Ihnen und rühme den Heiland, ohne den zu leben kein Leben ist. Aber nun erlauben Sie, dass ich aufhöre.